Kartoffel, Brokkoli, Pilzpfanne. Merkt ihr das? Kartoffel, Brokkoli, Pilzpfanne. Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo. Ich habe meine Freundin wieder mit dabei und heute kochen wir mal wieder zusammen was. Heute gibt es eine Kartoffel, Brokkoli, Pilz... Pfanne. Pfanne, genau. Mir ist gerade fast das Wort nicht eingefallen. Und dazu gibt es ein Joghurt-Dressing. Das Ganze gibt es bei uns jetzt zum Abendessen. Und das komplette Gericht, das wir jetzt machen, ist gluten- und fruktosefrei eigentlich. 100%. Genau. Und natürlich, was für mich wieder wichtig ist, liefert natürlich viele gute Kohlenhydrate und ist natürlich wieder optimal für einen, der Sport treibt. Ich persönlich liebe Kartoffeln sehr. Und die sind bei mir mindestens einmal in der Woche auf dem Speiseplan. Der Joghurt. Das hier sind jetzt alle Zutaten, die wir für unsere Brokkoli-Kartoffel-Pilzpfanne brauchen. Also zum einen, die Grundbasis sind die Kartoffeln. Das sind jetzt hier für uns für 3 Personen 1,5 Kilo. Dann haben wir hier einmal Brokkoli. Da haben wir so ein 500 Gramm abgepacktes Paket genommen. Dann Zwiebeln, eine große. Und Champignons, das sind 250 Gramm. Für das Joghurt-Dressing haben wir hier einmal den Joghurt noch. Da sind noch 300 Gramm drin, die verwenden wir dafür. Und für den Joghurt haben wir hier jetzt noch Zitronenmelisse, frisch aus dem Garten genommen. Das machen wir da einfach noch mit rein. Und Salz und Pfeffer kommt in beides. Genau, das sind alle Zutaten. Wir fangen jetzt als erstes an mit den Kartoffeln. Die kommen dann in einen Topf und werden da so 10 Minuten mal vorgegart, damit das nicht so lange dann in der Pfanne am Schluss braucht. Das ist mein Part. Was ist dein Part? Die Kartoffeln. Okay. Also einfach halbieren, jeweils auf die flache Seite legen und dann einfach würfeln. Worauf man auch noch achten kann, wenn man schneidet, den Daumen immer hinter die Finger, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal minimiert, dass man sich den Finger schneidet. Schneid mal schneller. So ist es also. Die Frauen, es kann einfach nie schnell genug gehen. Das war ein schöner Satz. Mhm. Voll viel, wir haben viel zu viel Kartoffeln, oder? Na. Ich will ja satt werden. Doch. Ja, das ist die letzte. Boah, die letzte Kartoffel. Und der Topf ist randvoll. Wasser rein und auf den Herd. Dann hier leicht ein bisschen Salz drüber. Und das war's eigentlich schon. Deckel drauf. Der Deckel, natürlich. Okay. Ich will die Zwiebel nicht schneiden. Und Action. Ich will die Zwiebel nicht schneiden. Als nächstes hat der Max die Ehre, die Zwiebel zu schneiden. Zwiebel zu schälen ist übrigens ganz leicht. Einfach oben und unten abschneiden. Dann kann man hier mit dem Messer reinfahren und kann quasi die Haut eigentlich, je nachdem wie gut man die Zwiebel erwischt, in einem ganzen, fast einem ganzen, da kann man die einfach so schön abschälen. Jetzt ist die geschält. Und jetzt ein guter Tipp, damit die Augen nicht so leicht tränen, einfach kurz unterm Wasser abspülen. Dann zum Schneiden einfach mal hier kurz von zweimal durch. So. Zweimal durchschneiden und dann einfach das Ganze nochmal ein kleines Stückchen. Hör auf, das spritzt rum. Den Brokkoli haben wir ja schon vorgeschnitten, deswegen geht es jetzt gleich weiter mit den Pilzen. Hier, die werden, wie schon gesagt, jetzt einmal kurz mit dem Zewa abgeputzt und dann auch in Scheiben geschnitten. So, hier einfach einen Pilz nehmen und mit dem Zewa kurz drüber. Dass grobe Verschmutzungen weggehen, wie jetzt so Erdklumpen, die sieht man eigentlich schon ganz gut. Wunderschön machst du das. So, hier wird jetzt einfach ein bisschen der Strunk unten abgeschnitten und dann die Pilze in dünne Scheiben, also so mitteldünn. Jetzt, man muss es nicht übertreiben. Haben wir das Kokosfett erwähnt? Oh, oh.
So, und kurz zur Info noch, wir braten mit Kokosöl an. Das gibt's beim, ja, ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Das steht fett drauf. Genau, da gibt's das. Wir haben jetzt kurz Zeit und ich stehe hier und weiß nicht ganz, was ich machen soll. Und ich kann die Kräuter schon mal schälen und den Quark machen, aber das kann man später machen, aber wie du willst. Okay. Wir haben hier jetzt einen Teelöffel Kokosöl in die Pfanne gegeben. Das erhitzen wir jetzt und dann braten wir zuerst die Zwiebeln mit dem Brokkoli an. Du musst es ja nur reingeben, aber was hast du bis jetzt gemacht? Die Zwiebeln und die Kartoffeln schneiden. Mhm. Und was habe ich gemacht? Noch gar nichts. Die Pilze. Jetzt kommt der Brokkoli zuerst. Ja. Hier in die Pfanne. Zusammen mit den Zwiebeln. Über die Zwiebeln gebe ich immer gerne ein bisschen Zucker, dass die leicht karamellisieren. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser dazu gegeben, dass man Deckel drauf machen kann. Und das Ganze da jetzt für 5 Minuten einfach mal ein bisschen andünstet, die Zwiebeln mit dem Brokkoli. Solange es der Brokkoli andünstet, kümmern wir uns um den Joghurt. Dafür muss ich jetzt erstmal die Kartoffeln retten. Also, wir kümmern uns jetzt um den Joghurt. Dafür nehme ich jetzt hier die Zitronenmelisse und schneide die in kleine Streifen. Ich habe immer Angst um deine Finger. Ja. Master Chief Messerschwinger. Die Kräuter kommen hier jetzt in den Joghurt mit rein. Kommen da dazu. Einmal kurz umrühren. Salz und Pfeffer. Genau, das war es im Prinzip schon. Das ist jetzt der fertige Quark. Wenn man will, kann man noch Senf oder irgendwas reinmachen. Der Brokkoli ist jetzt schön angedünstet. Wir haben jetzt circa 4 Minuten drin gehabt. Und jetzt kommen die Pilze dazu. Tada! Lecker, sieht's aus. Nimm die Finger weg. So sieht es aus, sehr lecker. Jetzt kommen da nur noch die Kartoffeln dazu. Die werden da jetzt einmal untergemengt. Das macht jetzt der Max. Der hat die Ehre. So, ich habe den großen Kochlöffel heute dabei. Ja, der ist gut, Mann. Das ist heiß. Ja, geht schon. Ab. Das ist ein Topflappen. Nee. Liegt da. Das da. Na, jetzt ist auch schon wurscht. Mhm. Das ist jetzt fertig. Und das können wir jetzt auf den Teller verteilen und dann können wir auch schon essen. Und wer mag, kann natürlich noch grüne Kresse drüber tun. Passt auch super dazu. Das ist jetzt unser Abendessen. Reich an Kohlenhydraten und Ballaststoffen, Mikronährstoffen. Vitaminen. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Da am Rand ist jetzt der Joghurt. Haben wir da am Rand hin drapiert. 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 Den haben wir am Rand hin drapiert. Also, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das ganze Gericht geht an und für sich echt relativ schnell. Das Einzige, was lang dauert, ist nur die Kartoffeln aufnehmen. Und die Kartoffeln, weil die müssen halt vorkochen, also da muss man schon so 10, 15 Minuten einplanen. Aber ansonsten ist es echt schnell gemacht und schmeckt richtig lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, ich fackel hier gerade an. Was? Autsch. Ich finde einfach ist auch lecker, das heißt es ist echt nicht viel dran, nicht viel drin, wenig Fett. Ja, sehr fett. Und äußerst gesund, genau. Ciao. Wir gehen essen. Wir gehen essen. Schmeckt gut. Immer auf dich warten. Was machen wir nochmal? Also sag hallo. Hallo. Dir geht's gleich nicht mehr gut, also jetzt fang an. Brokkoli, Gemüse, Pilz, Brokkoli.
Kartoffel, Brokkoli, Pilzpfanne. Und da fällt gleich alles runter. Wieso soll ich das machen? Zwiebel. Wir wollen die noch verwenden. Da geht dein Kopf noch 10 cm weiter hoch. Schwierig zu sagen. Servus Leute, wie geht's euch? Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo. Ich habe meine Freundin wieder dabei. Heute machen wir eine Brokkoli-Pilz-Gemüse... Kartoffel. Habe ich. Was du da jetzt auf zu essen? Da einfach. Das wird... Nee, das ist zu dunkel. Nee, mach's weg. Ja, das ist schon gut, aber mach mal das oben aus. Ja, ich sehe. Ich sehe lauter grüne Punkte jetzt schon von dem. Ich fange nochmal an. Servus Leute! Nein, nochmal. Nochmal, ja. Wir kochen zusammen was. Wetter ist immer noch nicht so gut, deswegen kochen. Was hätte man sonst gemacht? Weiß nicht. Ist bis jetzt ganz gut ankommen, deswegen kochen wir heute wieder was. Ist gut für... Okay. Das sind halt noch die anfänglichen Schwierigkeiten. Hast du diesmal genug Platz auf der Speicherkarte? Was war das jetzt? Was soll das? Macht man sowas? Tut man das?